Und ich meine, darum geht's ja. Ich meine, wenn Enzo Was? Amore rauskommt, dann denkst du, oh geil, jetzt werde ich kurz unterhalten. Wenn Roman Reigns rauskommt, dann denkst du, oh scheiße, Roman Reigns schon wieder. Oh Und nee, von nicht daher, der. ja, und genauso Scheiße. deswegen finde ich, würde ich auch einen Enzo Amore über einen Roman Reigns stellen. Weil, Ja. also es ist auch einfach geil. Für mich sind die beiden, Colin Cassidy und Enzo Amore, so das, was die New Age Outlaws da waren. Also natürlich nicht in dem Format, weil das, was die New Age Outlaws gemacht haben, war noch mal übler. Aber das ist schon richtig geil. And you can't teach that. Und, Buddy Boom, hottest guys in the ja. room. One, two, S-A-W-F-T. Soft. So So geil. geil. Ja, absolut. Also die DVDs davon für den deutschen Markt. Und deswegen war Quentin Tarantino ab und zu bei uns. Aber jetzt natürlich nicht mehr, weil die nicht mehr für uns arbeitet. Naja. Ja, aber Das auf kann jeden jeder. Fall Quentin Tarantino, ja, das ist schon geil. Alter, naja, du hast es geschafft in deinem Leben, sagen wir Ich es so. arbeite da, wo Quentin Tarantino schon mal reingegangen ist. Das Genau. ist mein Lebenswerk quasi. Jetzt habe ich, Yeah! gut, jetzt kann ich mich zurücklehnen und sagen, okay, ich habe es geschafft. Frührentner und das war's. Genau. Ich bin durch die Tür gegangen, durch die auch schon Quentin Tarantino gegangen ist. Wieso ist ein Reigns im Main Event? Der Typ kann halt nicht wresteln. Also er kann zumindest nicht gut wresteln. Und wieso kommt dann der in den Main Event? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich will doch ein gutes Wrestling-Match sehen und nicht so eine Scheiße. Ich will doch nicht einen fake aufgebauten Star sehen, der dann übrigens dem es dann so unglaublich schaden wird, wenn er das Ding bei Mania gewinnt, weil dann ist es wie John Cena. Oh, Und das hier, Alter, Punkt. die Post-Show von WrestleMania, wenn Reigns mit dem Titel untergeht. Nicht mal bei WrestleMania, da hörst du es ja nie so, weil das ein Stadion ist, da geht ja die Atmosphäre oben raus oft. Aber bei der Post-Show, wenn Reigns den Titel gewinnt, ich wünsche ihm viel Glück bei der Crowd. Sehr viel Ja. Glück, dass er da Ey. rauskommt. Ja. Vor allem wahrscheinlich dann am besten ein bisschen längeren Weg noch nehmen. Hier nochmal eine Kurve, da nochmal eine Kurve. Ich wette, der hat mindestens ein blaues Auge Alter, im die Ohr. lassen den dann nicht durch die Crowd laufen. Das kann ich dir versichern. Allein ich höre schon alles. Alter. Ich höre schon die Ich Crowd sag chanten. dir, Winz hat dann Angst um Reigns und lässt ihn dann aus der normalen Position rauskommen. Ja, Das wäre so lustig. da kommen so Leute mit Shields aus, mit so Schildern. Und dann Entrance und so. Genau. Richtig geil. Dann ist dieses Englische, das klingt dann schon ein bisschen gay, muss ich sagen. Ja, Wow, das aber klingt. Ja, okay. das klingt zu gay. Ja, Nee. genau so. Das klingt so, als würde so ein Lord mit dir reden, so ein englischer Lord. Lasse uns doch mal ausreiten und heute sehen, was so die Bevölkerung in unserer Lordschaft tut. Kevin Owens, wie wär's mit einem Tee? Genau. Lasset uns einen Tee trinken, auf dass wir ein gutes Match haben werden. Und ich freue mich, diesen Ausgang zu sehen, eure Lordschaft. So ungefähr klingt immer Mann. das Englische, also so abgehoben und deswegen passt es einfach nicht dazu. Das Ding ist, das ist kein Witz, mein Vater wollte mich Hans-Peter nennen. Und meine Mutter hat gesagt, ey, du kannst doch deinen Sohn nicht Hans-Peter nennen. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, dann, ach, am 21. September haben wir Namenstag. Ja. So muss das sein. Ich denke nämlich auch. Immer dieses, so muss das sein. Ich denke nämlich auch. Ich weiß nicht, ob wir das heute schon hatten, aber das ist immer Ja, das Gleiche. ich denke nämlich auch. Genau, nee, er packt Kane, Big Show, Mark Henry und John Geil. Cena in ein Stable und die werden WWE Headline für die nächsten 10 Jahre. I am not out Ja. of touch. This stable sucks, heißt das Stable. Und Genau. dann der Theme-Song ist This stable sucks. This stable sucks. This stable sucks. Genau. Oh Mann, ey.
Das wäre wenigstens Realsatire. Wenn die WWE sowas machen würde, was meinst du, wie ich das feiern würde? Wenn John Cena einfach mal mit einem aufgenommenen Theme rauskommt, wo John Cena sucks draufsteht. Einfach, wenn er sagt, er liebt seine Hater, kann er das doch mal machen. Oder ich Aber helfe dir ein viel. was kann Cena ziemlich gut und das ist Mic Work. Böse in die Kamera gucken. Oder das, genau. Und ins Mikro spucken. Oh, das Dann auch, auf jeden Brock. Fall. Aber besser ist da ja in dem Fall noch ein gewisser Roman Reigns, der einfach mal in die Luft spuckt und sich dann nicht duckt. Das war das Geilste, was ich hier gesehen habe. So, ich habe mich so bepisst, als ich das gesehen habe. Ja, esst viel Kuchen. Kann nur gut sein. Ich liebe Kuchen. Besonders den Käsekuchen meiner Mutter. An der Stelle nochmal viele Grüße an meine Mutter. Mr. Ja. T, schöne Grüße an Mr. T. Genau, auch an Mr. T, aber vor allem an meine Mutter. Genau. Ja. War wieder cool hier zu sein. Wie jetzt? Hast du Ja, nicht war. irgendwas vergessen? Habe ich was vergessen? Na, Gut, ich überleg war. mal. Tschüssing? Das kommt ja noch. Ach so, hä? Ich verstehe gerade nicht, worum es geht. Also, du enttäuschst mich. Du musst nur noch Werbung für Talk of Honor machen, Mann. Ach so, stimmt. Ja gut, habe ich ja schon, aber trotzdem sage ich es nochmal. Hört Talk of Honor, da könnt ihr mich, wenn ihr das geil fandet, wie ihr mich reden hört, dann hört Talk of Honor. Da quatscht mir nur ab und zu einer dazwischen. Aber ansonsten spreche ich da auch die ganze Zeit. Nee, Und Spaß. genauso wie jetzt Nee, zu Ende. Spaß. Da diskutieren wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Genau. Und also eine Intellektuelle, die Perkix einfach nicht bringen kann. So schlecht. Aber nee, aber wenn ihr wollt, hört Talk of Honor, Manu und ich und Björn und Stefan und Malte und ja, ich denke, wir haben da auch für die Zukunft ein paar geile neue Ideen und da geht auf jeden Fall auf die Seite, guckt an, was es so gibt und da wird es auf jeden Fall in Zukunft noch mehr geben. Das Ding ist ja, was ist denn jetzt, wenn Manu mich wirklich ins Team mit aufnimmt und dann das so passiert, dass ich vielleicht sogar tatsächlich dann mit dem intellektuellen Niveau von euch klarkommen müsste? Naja, dann würde deine Festplatte explodieren. Gut, das waren noch wunderschöne Schlussworte. Dann der nächste Livestream wird nächstes Wochenende kommen. Freitag, Samstag, immer die Termine, die ihr auf euch offen halten solltet. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüssing! Tschüssing!